Mit Frank Mannhold am Mikrofon. Ich begrüße Sie zum Abend in BR Klassik und zu unserer Festspielzeit. Vielfältig wie das Leben selbst sind die Präludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach, sagt der aus Russland stammende und schon lange in Hamburg lebende und lehrende Pianist Jewgeni Koroljow. Schon als 17-Jähriger hat er in Moskau Bachs gewaltige zwei Zyklen des wohltemperierten Klaviers öffentlich gespielt. Den ersten Teil spielte er am 1. August in seinem Konzert bei der Bachwoche Ansbach. Und zwar in einer ungewohnten Reihenfolge, nicht entsprechend der chromatischen Tonleiter, sondern mit einer Ausnahme immer im Abstand einer kleinen Terz bzw. übermäßigen Sekunde. Also auf Präludium und Fuge C-Moll folgt nicht Cis-Dur und Cis-Moll wie gewohnt, sondern S-Dur und S-Moll. Koroljow begann seinen Vortrag aber ganz traditionell mit dem berühmten Präludium in C-Dur. Johann Sebastian Bach, Wohltemperiertes Klavier, Teil 1. Thank you.
Thank you.
Festspielzeit in BR Klassik, heute im ersten Teil mit einem Konzert von der Bachwoche Ansbach, aufgenommen am 1. August in der Orangerie. Jewgeni Koroljow spielt den ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Sie hörten zuletzt die Präludien und Fugen in F-Dur und F-Moll, Bachwerkerverzeichnis 856 und 57. In Stereo-Übertragung folgen jetzt Präludium und Fuge Astur, Werkverzeichnis 862. Thank you.